Wenn man vom Aktienmarkt im Allgemeinen spricht, sprechen viele auch von Warren Buffett. Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und er hat sich einen Namen gemacht, indem er in den größten Krisen Aktien gekauft hat. Jetzt jedoch zuletzt in der Corona-Krise hat Warren Buffett nicht gekauft, im Gegenteil, er hat sogar verkauft. Namhafte Aktien wie zum Beispiel Delta Airlines, American Airlines, große Luftfahrtgesellschaften, die er im Jahr 2019 erst gekauft hat, teilweise auch früher, hat Warren Buffett jetzt in der Corona-Krise sogar verkauft. Das ist bemerkenswert, denn normalerweise handelt Warren Buffett antizyklisch. Das bedeutet, immer dann, wenn Kurse fallen, steigt Buffett ein und wenn sie dann eben wieder steigen, steigt er langsam wieder aus. Und der Grund, der dahinter steckt, der ist erschreckend, denn es handelt sich hierbei nicht um das Thema Geld im Allgemeinen. Warren Buffett sitzt zum heutigen Tag auf einem Cashvolumen von über 130 Milliarden US-Dollar. Das sind gigantische Summen, die einfach nur auf seinem Bankkonto liegen und darauf warten, verwendet zu werden. Warren Buffett selbst hat gesagt, dass er an der Seitenlinie steht und zwar so lange, bis er tatsächlich einen Deal findet, wo er zuschlagen kann. Ihm ist es aber egal, ob es 10, 20 oder 50 Milliarden US-Dollar sind. Was ich damit sagen will, er wird sich nicht scheuen, auch sehr große Deals einzugehen. Doch zuletzt hat er auch weitere Aktien noch verkauft, wie zum Beispiel Anteile an US-Banken. Auch hier, warum wird hier verkauft? Warren Buffett sagt ja, er ist komplett von der Entwicklung der amerikanischen Volkswirtschaft überzeugt. Langfristig, über die nächsten 10, 20 oder 50 Jahre, wäre es verrückt, gegen die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft zu wetten. Und daher sagt er eben, was braucht es, um in der Wirtschaft gut voranzukommen oder sich zu entwickeln, zu prosperieren? Das ist immer Kapital. Und wo wird Kapital zur Verfügung gestellt? Von den Geschäftsbanken. Und so sagt Warren Buffett, er kauft große Aktienpakete von Geschäftsbanken. Zuletzt jedoch in der Krise hat er auch hier Teile verkauft. Und wie gesagt, der Grund ist ominös, denn er hat große Cashpolster auf der Seite gehabt und weiter immer noch auf der Seite. Warren Buffett hat jetzt jedoch im zweiten Halbjahr 2020 den ersten zaghaften Zukauf für seine Gesellschaft für Berkshire Hathaway getätigt. Eine Akquisition, ein Zukauf von über 10 Milliarden US-Dollar. Das Krasse ist jedoch, 10 Milliarden, das sind wahnsinnige Geldsummen. Im Verhältnis zu seiner Cash-Position, die er nach wie vor auf der Seite hat, von über 130 Milliarden US-Dollar, ist das lediglich ein Anteil von unter 10%. Das heißt, Warren Buffett hat jetzt langsam angefangen, die ersten Deals zu starten und einzufädeln. Und das Verrückte ist, viele Privatinvestoren sind bereits während der Corona-Krise stark in den Aktienmarkt hineingegangen. Sie haben sehr groß gekauft und Gott sei Dank auch tolle Gewinne eingefahren. Bei vielen, zumindest von meinen Kunden, was ich höre, gibt es tolle Zugewinne und das freut mich natürlich. Warren Buffett als Profi-Investor steht jedoch mit dem überwiegenden Teil seines Cash-Batzens immer noch auf der Seitenlinie. Und die Wahrheit ist, Warren Buffett sagt nach wie vor, der Aktienmarkt ist überbewertet, sowohl vor Corona als auch während Corona und auch jetzt nach der Corona-Zeit. Und das sollte doch einem zu denken geben, wenn man hier als Privatinvestor einfach blind jemanden folgt und hier kauft und verkauft, ja. Und deswegen ist meine absolute Devise, die ich jedem sage, übernimmt Eigenverantwortung. Euer Geld hat es verdient, dass ihr euch selbst damit auseinandersetzt. Niemand anders kann das für euch tun. Kein Berater, kein Banker dieser Welt, denn du selbst gehst ja dafür auch in die Arbeit. Und es gibt auch hier keine Ausreden hinsichtlich, ja, ich habe das nicht gelernt oder ich kann das nicht. Denn das sind alles Ausreden, man kann das alles lernen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du die ersten Schritte machen kannst, wie du langsam starten kannst, dann habe ich für dich ein kleines Webinar aufgenommen und den Link dazu, wie du dich anmelden kannst und wo du das Ganze findest, habe ich dir hier unten in die Videobeschreibung gepackt. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.